Ja, was sind allgemeine Dufttrends? Früher hätte man darauf geantwortet, ja, die Düfte werden frischer, die Düfte werden süßer, die Düfte werden blumiger. Heute ist es tatsächlich so, dass die Konsumenten viel experimentierfreudiger werden. Also tatsächlich ist es so, es gibt nicht mehr diesen einen Dufttrend, sondern es ist so, dass halt, ich sag mal, an allen Ecken und Enden des olfaktorischen Spektrums es auch neue Düfte gibt, neue Konzepte gibt und die Konsumenten tatsächlich viel offener sind, neue Dinge auch zu erleben. Zum einen ist es so, dass man vor einigen Jahren noch in der Regel seinen einen Standardduft hatte und vielleicht noch einen zweiten. Heute ist es so, wenn man im Konsumentenbadezimmer guckt, dass viele auch drei oder vier Düfte haben und dass sie sehr gerne experimentieren. Dass man zum Beispiel einen etwas leichteren, frischen Duft hat für den Tag, einen zweiten Duft hat für den Abend und vielleicht noch einen dritten Duft für den Urlaub. Und das ist eine große Änderung im Vergleich zu früher. Grundsätzlich gibt es auch ganz neue Konzepte. Das dürfte zum Beispiel nach Papier riechen oder nach, sag mal, Füllfederhalter riechen. Da gibt es ganz interessante neue Themen, die halt früher auch gar nicht denkbar waren und die heute aber ihren Markt finden. Ja, bezüglich Marken gibt es auch einige Trends. Also früher war es so, dass es in der Regel halt sehr viele Fashion-, also Modemarken gibt, die ihren eigenen Duft haben und natürlich sehr historische, klassische Marken. Heute ist es so, dass es zum einen einen ganz großen neuen Markt gibt für sogenannte Influencer-Marken, wo halt Stars, Influencer ihren eigenen Duft haben. Und das Zweite ist, was ich persönlich auch sehr interessant finde, der ganze Markt der Nischenmarken, der neu ist. Das heißt, sehr, sehr hochwertige, sehr, sehr interessante, sehr, sehr ausgearbeitete Konzepte, die teilweise noch nur eine geringe Distribution haben, die aber ihren Markt finden und große Liebhaber auch finden. Das ist tatsächlich ein neuer Markttrend. Insgesamt kann man sagen, dass es sehr viel mehr Marken gibt als zum Beispiel noch vor 10, 20 Jahren und dass insofern sich das Markenspektrum auch stark erweitert, dass der Nischenmarkt, also die sehr hochpreisigen und sehr, sagen wir, speziellen Düfte auf jeden Fall eines der stärksten Wachstum haben.